Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Wir haben gerade in dem Brunnen eine Leiter entdeckt, die uns zu einem Versteck geführt hat, beziehungsweise zu einem Schatz. Und ja, dafür gab es extra noch eine kleine Bootsfahrt von dem Spiel zu diesem Schatz hin und so weiter und so fort. Also ziemlich cool und man könnte das übersehen. Kann ich mir gut vorstellen. So, wir fahren jetzt wieder zurück mit dem Boot. Und gehen dann zum Zeremonieplatz und schauen mal, was uns dort erwartet. So schönes Jahr. Wahrscheinlich wird es sehr schön. Und nicht boshaft. Böse. Und widerwärtig. Vielleicht abstoßend. Zermürbend. Zerstäubt. Und vergewaltigt. Nein, was? Katastrophal. Apokalyptisch. Zerstörerisch. Sorry, ich habe meine Vibes. Ich steife ab. Ja, man muss ja auch immer ein bisschen Fun hier reinbringen, ne? Okay. Jetzt aber wieder ernst. Thomas ernst in die Sache. Ach so, ja. Ja, Kelch des Giganten. Den würde ich mir gerne mal ganz kurz genauer anschauen, bevor wir den da einsetzen. Was ist denn das genau? Ach so, das ist jetzt einfach das Ding, okay. Ah, guck mal, der hat hier die Fassung für... Okay, dieses Symbol sieht vertraut aus. Na dann! Weidmanns Heil, hä? Boah. Alter. So weit, so gut. Errungenschaft. Und wir, ja, kriegen von der Brücke gar nichts mit. Wir werden einfach direkt irgendwo runtergefahren. Oh Gott. Ich fühle mich wie Neo, der Auserwählte hier. Nur noch schlimmer. Oh, scheiße. Wir wissen auch nicht, wo wir hier sitzen. Also ich meine, wo wir hier rauskommen jetzt. Ich weiß nur, dass es nicht gut enden wird. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Na jetzt los, pulsiert das Ding. Ah, jetzt kommt der Part mit der Brücke, okay. Oh, wow. Oh, wow. Holy moly. Krass. Können wir nochmal speichern? Dankeschön, sehr nett. Das ist schon beeindruckend. Ja. Willkommen. Ja. Du hast Donner und Moreau bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Aber? Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Heisenbergs Fabrik also. Aha. Aha, tippe. Der Heisenberg. Ah, sieht schon beeindruckend aus. Ist schon cool, du. Hat was. Ist sehr einladend bis jetzt. Nee, wirklich. Gefällt mir.
bis gleich die Saw-Spiele beginnen. Aber wer weiß, vielleicht ist er wirklich so. Ich kann es mir gut vorstellen, in so der abgeranzten Fabrik. Vor allem, wenn ich hier schon so eine riesen, ja, Sägeblätter sehe, dann ist das doch alles sehr schön. Und schon wieder irgendwelche Foltergegenstände? Nee, das ist nur ein Flug. Alles gut. Okay, hier geht's runter. Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Ja, hier ist wirklich zu. Without der Meldung, dass es hier zu ist. Okay. So, let's go this way. Hat so ein bisschen was von Resident Evil 7 gerade, muss ich sagen. Ist der Händler auch wieder hier eigentlich? Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Mein bester Freund, der Händler, ist 3 Meter dick und fett. Er hat gute Waren und das nicht zu knapp. Dennoch ist er dick und fett. Was ist das? Mia? Wahrheit und Wegen? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Aber nicht auf den Stuhl. Hörst vor dem Abgrund. Die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass es ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein, denk nicht mal! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan, wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Oh, meine Fresse. Oh, hell no. Please no. Was? Was? Oh, mein Gott, wer bist du denn? Alter, was zum Fick? Das ist einfach ein riesen Ventilator. Als Typ. Okay. Jo, gar kein Problem, sagt er sich. Ohoho, wie geil ist das denn? Wie geil ist der denn, Alter? Sackgasse. Nee. Scheiß drauf. Ganz entspannt hier. Wie geil ist der denn? Einfach ein
Ja, ich weiß nicht, aber Ethan, hey, wie cool war der bitte? Du warst jetzt nicht so beeindruckt. Gut, wäre ich in deiner Situation auch nicht. Aber es ist einfach ein Feed, was einen Propeller in seinem Kopf hat. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? Weißt du, man denkt erst, das ist irgendwie so ein Kettensägen-Heini oder sowas. Nee. Es ist ein Typ, der einen Propeller als Kopf hat. Warum auch nicht? Und das ist wahrscheinlich wesentlich schlimmer als eine Kettensäge. Schon mal drüber nachgedacht? Alter, wie cool. Einfach nur genial. Das ist richtig cool. Okay, ich denke mal, da können wir weiter. Aber ich möchte gerne mich hier unten umschauen. Okay. War irgendwie klar, dass hier nicht viel zu erwarten ist. Erstmal das Nachladen hier. Ja. Besser ist, ne? Besser ist das. Oh. Was habt ihr denn für Bomben? Oh, ihr habt Panzerung. Ihr habt hier irgendeine Panzerung. Das ist aber nicht nett. Deswegen bin ich auch nicht nett zu euch. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schnubbel. Bisschen Schnibbelbübbel. Tut mir leid, dass ich ein bisschen hochziehen muss. Aber ich habe tatsächlich auch gerade nichts zum Schnauben hier. Blöderweise. Also es ist alles gerade ziemlich suboptimal. Es tut mir echt leid. Ich versuche es zu unterdrücken. Oh, es ist einfach sehr, sehr cool. Die Fabrik gefällt mir jetzt schon. Vor allem Fabrik für was? Bis jetzt sieht es aus wie eine ganz stinknormale Fabrik. So ein Schrott. Ja, so ein Schrott. Okay. Ich muss zurück nach oben. Ja, wie ein ganz normaler Schrottplatz. Gut, vergessen wir das. Es ist keine normale Fabrik. Und nein, es ist kein normaler Schrottplatz. Es ist einfach ein. What the fuck? Was? Es ist eine Monsterfabrik. Hier werden einfach die Viecher gemacht. Oder so. Holy shit! Holy shit! Ja gut, ganz ehrlich, haben wir was anderes erwartet? Hm? Haben wir eine normale Fabrik erwartet, einen normalen Schrottplatz? Vielleicht. Aber ist es das? Nein, natürlich nicht. Oh, komm, habe ich die Kugel hier schon? Oh, bitte lass mich die passende Kugel hier schon haben. Nein, welche muss denn hier rein? Na, die finden wahrscheinlich hier in der Dings, ne? Okay, da habe ich wohl schon zwei Dinge übersehen, denke ich mal, hä? Ah, Satch. 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 Scheiße. Okay, da brauchen wir irgendeine spezielle Kugel. Okay, da muss ich irgendwo aber schon zwei Dinge übersehen haben mit den Kugeln. Oder wir können uns die im Shop hier kaufen bei ihm. Hey, was machst du hier in der Fabrik? Kumpel. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Nö, eigentlich nicht. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Ja, beruhigen Sie sich. Werkstatt. Oh, wir können es... Oh, wir können das immer weiter verbessern hier, glaube ich, wa? Alter.
Uiuiui. Ja, ich würde tatsächlich mal... Warum nicht? Die Magazingröße für den Schrot immer eine Höhe. Ah, schon gut. Das war's. Zwei Kugeln mehr, glaube ich, ne? Gar nicht so schlecht. 50.000 Inventarverweiterung. Alte Falte. Aber wisst ihr was, Leute? Das machen wir. Wir verkaufen einfach. Den Hammer. Und die Riesenaxt. Ja. Nicht zufrieden. Und holen uns dafür mal die Inventarerweiterung. Außerdem noch einmal Heilung. Weil, warum nicht? Eine Maschinenpistole. Oha, Alter, eine V61 Custom Pistole sogar als gelistet. Eine durchschlagskräftige vollautomatische Maschinenpistole. Voll ausgerüstet verfügt sie über beeindruckende Feuerkraft. Jo, kostet ja auch nur 120.000, ne? Ist ein Schnäpper. 120.000 Eier. Ne? Ja, das mache ich an einem Tag, ne? Ach ja, 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 moin. Ja, guck mal hier. Ein SYG 12. Ja, eine Flinte, halbautomatisch, mit der sich zielgenau einzelne Gegner ausschalten lassen. Erweiterbar für noch bessere Feuerkraft. Kaufpreis 180.000. Ein, ja, Schnäpper. Ein absoluter Schnäpper. Okay, ich denke, das hebt man sich so ein bisschen auf fürs New Game Plus. Ja, nein, vielleicht? Ich denke schon. Ich denke nicht, dass es einen großen Sinn macht, sich das jetzt hier zu kaufen. Kannst du ganze Herden abschlagen. Aber guck mal, ich kaufe mir nochmal ein paar Rohrbomben, weil warum nicht? Und noch eine Mine, weil, ja, genau, warum nicht? Und das war's. Oh, guck mal, wir haben hier sogar eben gerade gesehen eine... Ja, eine erweiterte Trommel, ne? Ja, erhöht die Magazinkapazität der Magnum. Ja, kostet einfach mal 100.000. What the fuck? Ihr wollt mich wohl verkorksen. Holy shit. Das ist nicht viel oder so. Nö, nö. Alles entspannt. Ja, 5.000. Ja, ja, machen wir. Vielen Dank für deinen Einkauf. Paar Pistolenmunition hier. Ja. So, jetzt ist auch gut, ne? Genau. Bis nächstes Mal. Ja, ja, genau. Okay, ich denke, wir sind soweit ganz bereit, oder? Können wir mal ein bisschen... ein kleines bisschen Ordnung machen, dass das hier ein bisschen cooler aussieht. So cool kriege ich es gar nicht hin. Ah ja. Ein bisschen besser als zuvor vielleicht. Ah ja. Ne? Ja. Genau. Genau. Das denke ich mir nämlich auch. So, wir speichern ab. Zack. Alter Vater. Alter, finde, das ist so krass. Ja, Duke, ne? Wir sehen uns dann später. Oh, was? B4 Rohstoffe. Mhm. Sieht einladend aus. Eine Art Steuereinheit. Sieht leicht zerstörbar aus. Oh, hi.
Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Ja, ja, ja. Hätte man sich denken können, nicht? Ich meine, Lampen, die rot leuchten, haben nie Strom. Auch wenn sie rot leuchten, aber das ist halt so ein Zeichen für keinen Strom. 1, 2, 3, ups. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, die halten mehr aus auf einmal. Da! Das lässt du wohl sein, mein Lieber. Wir haben aber wohl schlecht geschissen heute. Ich habe schon wieder keine Pistolenmunition, verdammt. Kann ich mir welche herstellen? Ja. Schön. Das sieht aus wie eine Presse oder sowas. Was sagt er? Eine Gießanlage. Ah. Aber ohne Cook Hill. Oh, das ist ein Röntgenbild. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, komplett mit Roboterherz hier. Guck mal, schau mal. Also mit Maschinenherz. So sieht es zumindest aus. Können wir hier irgendwas einsetzen, was Sinn ergibt? Nee, gar nicht. Nee, nee. Nee, nee. Oh, warte mal. Oh, könnte man hier etwas einsetzen? Interessant, interessant. Hallöchen. Ja, nee, das machen wir so nicht. Bitte. Sie sind alle verreckt da dran. Alle drei habe ich mitgenommen. So muss das sein, Leute. Nicht genügend Strom, natürlich nicht. Okay, die Fabrik scheint wieder ein etwas längeres Gebiet zu sein. Es ist nicht einmal hin, ja, ein bisschen Boss und so und wieder raus. Okay. Wer bist denn du? Oh, du bist irgendein krankes Experiment. Oh Gott, okay, wir sehen unseren nächsten Gegner, ja? Möchte ich nur mal anmerken. Und er, sie, es hat einen Bohrer. Hier den gebaut? Ich weiß es nicht, aber den werden wir noch kennenlernen, den Kollegen. Wir gucken ihn uns lieber gleich an, bevor wir es nachher nicht mehr schaffen. Ja, krass. Krasser Typ. Leute, bevor wir hier aber weitergehen, auch wenn es gerade sehr spannend ist, ich befürchte so ein bisschen, dass wir hier aus der Ecke gleich nicht mehr rauskommen. Mache ich hier einen kleinen Cut, ja? Ein kleiner, aber feiner Cliffhanger. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Part von Resident Evil 8 Village.